Ein neues The Sims 4 Erweiterungspack kommt nie ohne einen Trailer aus, der das grobe Gameplay der Erweiterung vorstellt. In diesem Video möchte ich eine ehrliche Version genau dieses Trailers präsentieren. Schaut in der Beschreibung vor diesem Video am besten nochmal den Original-Trailer an. Wenn ihr das gemacht habt, los geht's! In diesem Trailer geht es um das An-die-Arbeit-Erweiterungspack, was im ersten Satz natürlich erstmal erwähnt werden muss. Dabei behaupte ich als Sprecher, dass Sims zum ersten Mal den Arbeitsalltag bestreiten können, was ein bisschen so klingt, als hätte es die Sims 3 Traumkarrieren nie gegeben. Die erste Sicht ins Krankenhaus, welches eigentlich ganz hübsch aussieht, im fertigen Spiel allerdings um einiges schlechter, leider ein klassisches Trailerproblem. Um in das Thema einzuleiten, habe ich in mühsamer Kleinstarbeit die Formulierung Dreh- und Angelpunkt zusammengegoogelt, die ich so geil finde, dass ich sie in den nächsten An-die-Arbeit-Trailern ebenfalls verwendet habe. Jetzt werden ein paar Aufgaben, die Sims erledigen müssen, vorgestellt, die leider im Spiel teilweise einfach kopflos wild durcheinander angeklickt werden können, um trotzdem einen perfekten Arbeitsalltag mit sich zu ziehen. Das verrate ich euch im Trailer aber natürlich nicht. Sims können krank werden, die Symptome sehen zugegebenermaßen ziemlich witzig aus, aber sind teilweise so eindeutig, dass man manchmal schon ohne Analyse herausfinden kann, was ein Sim genau hat. Nachdem er alle Interaktionen aus den jeweiligen Kategorien abgeklappert hat, kann man eine Diagnose erstellen. Zuerst ein lustiges Feature, welches bei den ersten 3 bis 4 Patienten ein wenig zum Überlegen anregt, nachdem man dieses aber verstanden hat, nicht mehr wirklich spannend ist und man froh ist, mit einem höheren Karrierelevel noch andere Aufgaben zu bekommen. Mit steigender Karriereleiter können eure Sims dann endlich operieren und erhalten neue Arztobjekte, die man aber leider natürlich nicht ohne Cheats im Krankenhaus benutzen kann, weshalb ich diese so gut wie nie angerührt habe. Natürlich ist mit der Karriere auch weitere kleine Interaktionen verbunden, die ebenfalls nochmal erwähnt werden. Jetzt werden die kleinen spannenden Zwischenfälle im Krankenhaus angerissen wie Geburten, die ab und zu mal passieren. Dabei wird Sims-typisch natürlich eine lustige Maschine benutzt, die das Baby aus dem Sim holt, welches aber direkt nach einigen Sekunden im Nichts verschwindet, für eine Lebenssimulation natürlich überrealistisch. Wahrscheinlich haben sich viele von uns beim Anschauen des Trailers 2015 geärgert, dass in dieser Erweiterung nur vergleichsweise wenige Karrieren behandelt wurden. Insgesamt haben diese aber relativ umfangreiches Gameplay erhalten. Die erste Erweiterung für The Sims 4 mit wohl am meisten Trailern ganze 10 im Vergleich zu den heutigen 2 oder 3. Aber jetzt zum Schluss, wollt ihr euch diese Erweiterung vielleicht kaufen? Bitte? Jetzt? Was denkt ihr über meine ehrliche Version dieses Trailers und wo haben die Entwickler eurer Meinung nach noch geschummelt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Hoffen wir an dieser Stelle mal, dass die Karrieren weiterhin im Spiel funktionieren, da diese mit den zahlreichen Updates und Packs, die danach gekommen sind, leider immer wieder kaputt gemacht wurden. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.